Können wir eigentlich ausgestorbene Tiere wiederbeleben? T-Rex, Mammuts, Dodos, ist das eigentlich wirklich wissenschaftlich möglich oder bleibt das Material von Science-Fiction-Filmen? Die verrückte Wahrheit, ja, das geht. Und wir sind drauf und dran, einen Haufen Tierarten zurückzuholen, die schon seit Hunderten und Tausenden von Jahren nicht mehr auf der Erde leben. Vor über 50 Jahren entdeckte ein russischer Paläontologe drei extrem gut erhaltene Mammuts im sibirischen Permafrostboden. Die waren so gut erhalten, dass man ihre DNA sequenzieren konnte. Mit diesen Daten wird heute versucht, das Mammut wiederzubeleben. Ich habe für euch nachgeforscht, wie die Wissenschaft dahinter aussieht, welche Tiere wir schon wiederbelebt haben und ob wir tatsächlich bald Freizeitparks mit Dinosauriern füllen können. Alles rund ums Thema De-Extinction erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Los geht's! Eins vorweg, das Tierartenaussterben ist eigentlich normal. Aber auch hier gilt, die Menge macht's. Wenn innerhalb relativ kurzer Zeit sehr viele Arten aussterben, ist das ungewöhnlich. Dann spricht man von einem Massenaussterben. Sowas passiert zum Beispiel, wenn sich am Anfang oder Ende von Eiszeiten das Klima stark verändert oder ein Asteroid einschlägt und der aufgewirbelte Staub und Schutt die Sonne monatelang verdeckt. Bisher gab es 5 große Massenaussterben. Beim letzten, vor etwa 65 Millionen Jahren, sind die Dinosaurier ausgestorben. Und jetzt gerade passiert das wieder. Wir befinden uns mitten im 6. Massenaussterben. Schuld daran sind wir. Die Menschen, weil wir auf der einen Seite Lebensräume zerstören, da wir unter anderem den Regenwald im Rekordtempo abholzen und auf der anderen Seite die menschengemachte Klimakrise vorantreiben. Es wird vermutet, das Artensterben läuft mindestens 1000-mal schneller, als das ohne uns tun würde. Die Quellen zu all meinen Aussagen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Mal so als Beispiel, gerade befinden wir uns in einem riesigen Insektensterben. Vielleicht erinnert sich ja noch irgendwer von euch, wenn man so vor 10 bis 15 Jahren mit dem Auto lange Zeit Autobahn gefahren ist, dann hatte man die komplette Windschutzscheibe voller unglücklicher Fliegen, Mücken und sonstigen Insekten. Heute ist es kaum noch so. Und das ist kein Zufall. In den letzten 30 Jahren hat die Biomasse von Fluginsekten um 75% abgenommen. Und wenn die Insekten einmal ausgestorben sind, dann haben wir bald niemanden mehr, der unsere Pflanzen bestäubt und auch die Vögel haben nichts mehr zu essen und auch die helfen im Wald, dass Bäume und Pflanzen ihre Samen verteilen können. Kurzum, es droht der Kollaps eines gesamten Ökosystems. Und das schon sehr bald. Es gibt also gute Gründe, dass wir Menschen uns damit beschäftigen sollten, wie wir ausgestorbene Tiere wiederbeleben können. Also machen wir uns dran. Wer ausgestorbene Tierarten zurückholen will, der muss erstmal klonen können. Also ein Tier erschaffen, das genetisch identisch zu einem anderen ist. Das klang lange nach Science Fiction, ist aber inzwischen weit verbreitet. So weit, dass die Sängerin Barbara Streisand ihren Hund Samantha kurz vor dessen Tod hat klonen lassen. Jetzt hat sie ihren alten Hund gleich doppelt. Das Schaf Dolly war das erste Säugetier, das aus Zellen eines erwachsenen Tieres erfolgreich geklont wurde. Und das war schon 1996. Das war so. Zuerst wurden dem zu klonenden Schaf ein paar Zellen entnommen. Von denen hat man nur die Zellkerne behalten. Dann brauchte es noch Eizellen von anderen Schafen. Aus denen wurden die Zellkerne entfernt. Im Labor hat man dann die Zellkerne aus den einen Zellen in die nun leeren anderen Zellen eingesetzt. Daraus sind Embryonen entstanden, die wiederum anderen Schafen eingesetzt worden sind. Und siehe da, nach ca. 5 Monaten wurde Dolly geboren. Das erste Klonschaf. Dolly lebte ein ganz normales Schafleben und wusste wahrscheinlich nicht mal selber, dass sie geklont war. Sie hat sogar später selber eigene Lämmer auf die Welt gebracht und ist 2003 im Alter von 6 Jahren gestorben. Und in dem Jahr, als Dolly starb, wurde das erste ausgestorbene Tier erfolgreich wiederbelebt. Der Pyrenäensteinbock. Das hier ist Celia. Im Jahr 1999 war sie das letzte lebende Exemplar ihrer Art. In einem Versuch, sie zu retten, hat man ein paar Hautzellen aus ihrem Ohr entnommen und eingefroren, denn man wollte Celia später mal klonen. Gerade noch rechtzeitig, wie sich herausstellte, denn wenige Monate später ist sie gestorben. Sie wurde in ihrem Gehege von einem umstürzenden Baum erschlagen. 2003 hat man dann mit DNA aus den gefrorenen Zellen Embryonen erzeugt und im Uterus einer eng verwandten Tierart, nämlich einer Hausziege, eingesetzt. Als das Kleine dann zur Welt kam, hatte man ein Wunder vollbracht. Man hatte eine ausgestorbene Art zurückgeholt. Allerdings nur sehr kurz. Das Baby hatte eine deformierte Lunge und starb wenige Minuten nach seiner Geburt. Und deshalb mussten wir erst lernen, wie man klont, bevor wir ein ausgestorbenes Tier wiederbeleben konnten. Im Grunde haben wir Steinbock Celia geklont. Genauso wie Dolly das Schaf. Nur mit dem Unterschied, dass die originale Spezies zwischen der Entnahme der Zelle und der Geburt des Klons ausgestorben ist. Der Pyrenäensteinbock bleibt bis heute die einzige Tierart, die nach ihrem Aussterben zurückgeholt wurde. Und deshalb auch die einzige Tierart,
die zweimal ausgestorben ist. Aktuell laufen aber ein paar verschiedene Projekte, die an unterschiedlichen ausgestorbenen Tierarten arbeiten. Es wird tatsächlich versucht, das Mammut, den Dodo und viele andere spannende Arten wiederzubeleben, dazu aber später mehr. Denn zuerst müssen wir die Technik verstehen, die es uns ermöglicht, Tiere wiederzubeleben, die es gar nicht mehr gibt. Ein ganz wichtiges Werkzeug ist hier die CRISPR-Methode oder auch Genschere genannt. Ihre Entdeckerinnen Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna haben dafür sogar den Nobelpreis für Chemie im Jahr 2020 bekommen. CRISPR hat nichts mit Crispy Bacon zu tun, sondern steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Bei dem Namen weiß man direkt, warum man eigentlich immer nur die Abkürzung benutzt. Damit gemeint sind also kurze Abschnitte von sich wiederholender DNA. Palindromisch sind die DNA-Abschnitte auch, was bedeutet, dass sie vorwärts und rückwärts gelesen gleich sind. Dazwischen liegen regelmäßige Abstände, sogenannte Spacer. An bestimmten Stellen im Genom, also der DNA vieler Bakterienarten, treten diese Sequenzen gehäuft auf. Gemeinsam mit sogenannten Cas9-Proteinen sind diese CRISPR essentiell wichtig für das Immunsystem von Bakterien. In den Spacern werden Abschnitte von Virus-DNA gespeichert, mit denen das Bakterium schon zu tun hatte. Versucht so ein Virus später wieder das Bakterium zu infizieren, kann es sich jetzt besser verteidigen. Mit den Informationen in den Spacern erkennt das Immunsystem die Viren frühzeitig und kann ihre DNA gezielt zerschneiden. Und so werden die Viren unschädlich gemacht. Und jetzt kommt das Verrückte. Diesen Mechanismus hat sich die Gentechnik zunutze gemacht und die Genschere entwickelt. Mit der kann man das Erbgut eines Organismus sehr genau bearbeiten. Unerwünschte Abschnitte werden herausgeschnitten und gegebenenfalls durch anderen Gencode ersetzt. Das funktioniert prinzipiell in allen lebendigen Zellen, egal ob Bakterium, Pflanze oder Tier. Das heißt, auch beim Menschen kann CRISPR angewendet werden. Vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, diese Woche wurde ein Mensch von HIV geheilt. Das ist erst das dritte Mal in der Geschichte, dass das geklappt hat. Dafür hat er eine Stammzellenspende bekommen von einer Frau, die aufgrund einer natürlichen Genmutation immun gegen HIV ist. In Zukunft könnte man diese Genmutation per CRISPR-Cas auch anderen Menschen geben. In China hat man sogar 2018 angeblich genmanipulierte Babys zur Welt gebracht, die immun gegenüber HIV sind. Eine bestätigte Studie gibt es hierzu allerdings nicht. Das Projekt war nämlich ethisch höchst umstritten. Der leitende Wissenschaftler hat eine Menge Kritik abbekommen und wurde zu 3 Jahren Gefängnis und umgerechnet 400.000 Euro Strafe verurteilt. Und wie es den Kindern heute geht, weiß man nicht. Auch in Deutschland und den USA ist das Verfahren bislang noch verboten. Aber wie siehst du das? Sollte man die Genschere einsetzen dürfen, um Menschen in die Welt zu setzen, die immun gegen gewisse Krankheiten sind? In jedem Fall zeigen diese Beispiele, zu was die CRISPR-Methode fähig ist. Aber wie können wir die jetzt nutzen, um ausgestorbene Tiere wiederzubeleben? Und wann macht eigentlich der Jurassic Park auf? Bevor es weitergeht, wenn du meinen Content feierst, dann wird dir bestimmt auch meine Live-Show gefallen. Ich gehe schon bald auf Tour durch 9 deutsche Städte und es gibt noch ein paar wenige Tickets. Im Anschluss an die Show gibt es eine Foto- und Autogrammstunde. Wenn du mich also mal wirklich im Real Life treffen willst, dann komm doch gerne vorbei. Und wenn du es nicht zur Tour schaffst, aber meine Arbeit trotzdem unterstützen willst, dann sichere dir doch jetzt Mindblown University Merchandise in meinem Shop. Link in der Beschreibung und jetzt geht's weiter. Die Jurassic Park und World Serie legt seit Jahrzehnten immer wieder Kinohits auf, die mit der Fantasie spielen, einen Freizeitpark mit Dinos zu füllen. Das wird allerdings mit der aktuellen Gentechnik nicht möglich sein. Dö-dö. Ist vielleicht aber auch gar nicht so schlecht. Ein großes Problem beim Zurückholen von ausgestorbenen Arten ist nämlich die Haltbarkeit von DNA. Die Steinbockzellen, von denen ich euch vorhin erzählt habe, die waren nur knapp 4 Jahre im Tiefkühler. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu den 65 Millionen Jahren, die vergangen sind, seit die Dinosaurier ausgestorben sind. Die älteste brauchbare DNA, die wir analysieren konnten, stammt von einem 1,2 Millionen Jahre alten Mammut, welches im sibirischen Permafrostboden gefunden wurde. Und genau deshalb wird jetzt daran gearbeitet, das Wollhaar-Mammut zurückzuholen. Die US-amerikanische Firma Colossal Bioscience versucht mithilfe der CRISPR-Methode, die DNA eines Wollhaar-Mammuts mit der DNA eines asiatischen Elefanten zu kombinieren. Da beide sehr eng miteinander verwandt sind, könnte man so ein Baby zur Welt bringen, welches den Mammuts von damals sehr, sehr ähnlich ist. Das heißt, wir haben dann am Ende kein echtes Mammut, sondern halt eher einen kälteresistenten Elefanten mit Haaren. Angeblich will die Firma das bis 2027 schaffen, ob das aber klappt, ist eher noch unklar. Ein anderes Tier, an dessen Wiedergeburt gerade gearbeitet wird, kennt ihr bestimmt.
Es ist der Dodo. Bis vor ca. 350 Jahren gab es sie auf der Insel Mauritius. Weniger als 100 Jahre zuvor wurde die Vogelart überhaupt erst entdeckt und zum ersten Mal beschrieben. Ausgestorben sind sie dann, weil Seefahrer Jagd auf sie gemacht haben und Ratten und Affen, die auf den Schiffen mitgekommen sind, sich auf der Insel ausgebreitet haben. Außerdem sollen die Dodos so neugierig und treudoof gewesen sein, dass sie selbstständig zu den hungrigen Seeleuten gegangen sind und seelenruhig dabei zugesehen haben, wie ihre Artgenossen abgeschlachtet worden sind. Wenn man einen ausgestorbenen Vogel zurückholen will, kann man sich aber nicht so einfach ein Genom zurecht crispern und in eine Eizelle einsetzen, wie das bei Säugetieren möglich ist. Dafür braucht man nämlich eine unbefruchtete Eizelle in dem Entwicklungsstadium, in dem sie befruchtet werden könnte. Und da kommt man bei Vögeln nicht einfach so dran. Stattdessen arbeitet man mit sogenannten Urkeimzellen. Das ist die gemeinsame Vorstufe von Eizellen und Spermien. Der Plan ist jetzt, Urkeimzellen eines anderen Vogels so zu verändern, dass sie denen des Dodos möglichst nahe kommen. Und der beste Kandidat dafür ist dieser bunte Kollege hier, die Kragentaube. Das ist der engste Dodo-Verwandte unter den lebenden Vögeln. Aber ein großes Problem bleibt bei all diesen Projekten bestehen. Es gehört mehr zu einer Art als nur ihre Gene, nämlich auch das Verhalten, welches sie zum Teil von ihren Eltern lernen müsste. Und das können wir nicht wirklich rekonstruieren. Mikkel Sinding, ein Forscher von der Uni Kopenhagen, hat das ganz gut zusammengefasst. There is nobody around to teach the dodo how to be a dodo. In dem Sinne wäre es also unmöglich, ausgestorbene Spezies so richtig zurückzuholen. Höchstens Tiere, die das Genom einer ausgestorbenen Art haben, und genau das wird gerade ohne Ende versucht. Wir haben euch ein paar dieser Projekte verlinkt. Wenn euch das interessiert, dann klickt euch einfach mal durch die Videobeschreibung. Aber da stellt sich mir eine wichtige Frage. Nur weil wir ausgestorbene Tiere wiederbeleben können, sollten wir das auch tun? Also, wir wissen jetzt, was im Bereich De-Extinction geht und was Science-Fiction bleiben wird. Das ist aber auch ein Thema, bei dem es schnell um Fragen wie Ethik und Moral geht. Und ich muss sagen, ich bin selbst nicht so hundertprozentig sicher, wie ich dazu stehe. Auf der einen Seite hört man immer wieder, De-Extinction sei Geldverschwendung. Man soll sich lieber darum kümmern, Artenschutz zu betreiben und dafür sorgen, dass es den Tieren gut geht, die gerade existieren. Nehmen wir mal Colossal Biosciences als Beispiel. Das sind die Mammutleute. Die Firma hat bis jetzt 225 Millionen Dollar an Investments bekommen. Unter anderem von der CIA und Paris Hilton. Ja, genau die Paris Hilton. Mit dem Geld könnte man einiges für bedrohte Arten machen, die noch nicht ausgestorben sind. Und mal angenommen, wir würden eine ausgestorbene Art erfolgreich zurückbringen. Wo kommen die Tiere dann hin? Es kann ja gut sein, dass es die ursprünglichen Lebensräume so gar nicht mehr gibt. Oder vielleicht hat sich inzwischen eine andere Tierart in der verlassenen Nische breit gemacht und die Rolle übernommen, die die ausgestorbenen Tiere mal hatten. Was würde dann mit denen passieren? Andererseits kann man aus der Forschung zu De-Extinction auch vieles lernen und dann anderswo einsetzen. Zum Beispiel über die Genetik von verschiedenen Tieren, Evolutionsstammbäume oder wie man mit Gentechnik den Genpool von stark bedrohten Arten wieder auffrischen könnte. Vielleicht könnten zurückgeholte Arten auch dabei helfen, kranke Ökosysteme zu stabilisieren. Auf einer Insel in der Nähe von Mauritius hat man Riesenschildkröten ausgesetzt, die jetzt dabei helfen, die lokalen Wälder wiederzubeleben, indem sie Früchte essen und die Samen anderswo ausscheiden. Genau diesen Job hatte mal eine andere Schildkrötenart, die inzwischen ausgestorben ist. Und eine Frage finde ich noch wichtig. Wenn wir Menschen dafür verantwortlich sind, dass so viele unzählige Tier- und Pflanzenarten ausgestorben sind, ist es dann nicht auch unsere Verantwortung, sie wieder zurückzuholen, wenn wir die technischen Möglichkeiten dazu haben? Was denkst du? Sollten wir mehr Geld in De-Extinction-Projekte stecken oder findest du es moralisch total verwerflich, Gott zu spielen und in die Genetik der Tierwelt einzugreifen? Ich bin gespannt auf dein Feedback. Wenn du solche spannenden Themen jede Woche in deiner Abo-Box sehen willst, dann drück jetzt alle Knöpfe, die es hier gibt, mach die Glocke an und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.